Der Weltmeister von 2014, Miroslav Klose, feiert gegen den WRC sein Bundesliga-Heimdebüt auf der Alzacher Betreuerbank. Dazu gibt es das Bruderduell bei den Wolfsbergern. Kommt David bei den Alzachern, der um 2 Jahre ältere Lukas Kukanik, zum Einsatz. Der Papa ist zudem noch als Zuseher im Stadion mit dabei. Die Gäste aus Kärnten beginnen von links nach rechts, erwischen den besseren Start und werden bereits in der 3. Minute das erste Mal gefährlich. Der gute öffnende Pass von Simon Piesinger auf Tai Baribo, der israelische Stürmer, scheitert an Tino Casali. Schöner Spielzug der Wolfsberger. Casali kann sich aber auszeichnen. Die Alltacher spielen wieder in einer 4-2-3-1 Grundformation, zeigen sich immer wieder mutig im Spielaufbau. 12. Minute. Rechtsverteidiger Manuel Thurnwald darf ungehindert flanken. Die Reingabe kommt präzise auf Ate Nuiu, das 1:0 für die Gastgeber. Das Team von Miroslav Klose zeigt sich dabei hocheffizient, geht gleich mit der ersten gelungenen Offensivaktion in Führung. Entscheidend ist dabei natürlich, dass der Vorlagengeber keinen Druck bekommt. Thurnwald mit der guten Reingabe. Schifferl kommt nicht mehr entscheidend in das Kopfballduell mit Nuhi und der Stürmer bereits mit seinem 4. Pflichtspieltreffer im 3. Match. Der WRC schüttelt sich einmal kurz, versucht rasch die passende Antwort zu finden. Adis Jasic, der als Linksverteidiger beginnt, vernascht Manuel Thurnwald. Der Abschluss aus nicht ganz idealem Winkel. Wieder ist Tino Casali zur Stelle. Sehenswert gemacht das Gurkel von Jasic zuvor gegen Thurnwald. Der WRC ist weiterhin bemüht, die Alltacher verteidigen diszipliniert und mit einer Menge Leidenschaft. 38. Minute, der Kopfball von Dario Wiesinger. Der fällt aus Sicht der Gäste aber zu zentral aus. Casali bleibt fehlerfrei. Eventuell war Wiesinger in der Entstehung auch noch knapp vorne. Eine Chance haben die Wolfsberger noch vor der Pause. Der aufgerückte Veracznik mit der starken Flanke auf Tai Baribo. Und da muss der Stürmer deutlich mehr daraus machen. Zumindest muss er den Ball auf das gegnerische Tor bekommen. So führen die Alltacher zur Pause mit 1:0. Und Robin Dutt reagiert auf Seiten der Gäste, bringt Michael Novak und Thorsten Röcher neu in die Partie für Veracznik und Wiesinger. Und der WRC kommt auch gut aus der Kabine, kann sich in der Anfangsphase in Hälfte 2 immer wieder in der gegnerischen Hälfte festsetzen. 53. Minute, der eingewechselte Michael Novak auf Adis Jasic und der U19-Nationalteamspieler mit dem Ausgleich zum 1:1. Dieser ist absolut leistungsgerecht. Ob der Torschütze das wirklich so wollte, das weiß nur er. Tino Casali ist auf jeden Fall kein Vorwurf zu machen. Jasic vollendet sehenswert. Alltagstrainer Miroslav Klose vollzieht nach rund einer Stunde einen Dreifachwechsel. Mischitz, Reiter und Jurcic kommen noch in die Partie und die drei beleben auch das Spiel der Gastgeber deutlich. 62. Minute, Jurcic mit der Einschussmöglichkeit. Nur wenig später gibt es aber den abermaligen Führungstreffer für die Gastgeber. Der WRC verteidigt in dieser Phase viel zu luftig, gibt den Vorarlbergern viele Räume. Ate Nuiu verzögert geschickt, Lukas Jäger läuft mit, das Zuspiel fällt ideal aus. Der Rückkehrer trifft, stellt in der 63. Minute auf 2:1. Hervorzuheben ist der starke Assist von Nuiu, der Stürmer nach seinem Treffer. Mit der Torvorlage, Jäger vollendet, sehr überlegt, blickt noch einmal auf, genau dort wollte er den Ball hinhaben, wieder für die Gastgeber. Der WRC bleibt aber aktiv, kommt auch in Folge zu guten Möglichkeiten. 79. Minute. Die Kärntner sind aktiv in den direkten Duellen. Konstantin Kerschbaumer mit der Möglichkeit, gegen Sturm hat er noch getroffen. Erneut ist wieder Tino Casali zur Stelle. Die Kärntner kämpfen weiterhin aufopferungsvoll. Es gibt auf beiden Seiten viele Wechsel. 88. Minute. Aufgepasst. Thorsten Röcher aus der Drehung. Tino Casali mit der Torparade. Da ist Tai Baribo. Und da ist tatsächlich noch der abermalige Ausgleichstreffer für den WRC. Unglaublich starke Parade zuvor noch von Casali nach dem Abschluss von Röcher. Tai Baribo reagiert gedankenschnell. Setzt entscheidend nach. Löst das technisch äußerst fein. Ebenfalls sehr überlegter Abschluss. Aber dann meldet sich aus Wien-Meidling der VAR. Es geht um ein Handspiel in der Entstehung von Tiano Ballo. Es folgt der On-Field-Review von Markus Hameter. Der Schiedsrichter entscheidet in Folge auf kein strafbares Handspiel. Sprich, das ist keine unnatürliche und aktive Handbewegung in Richtung Ball. Der Treffer für den WRC zum 2:2 zählt. Danach tut sich nichts Entscheidendes mehr. Es gibt die Punkteteilung im Ländle. Die beiden deutschen Trainer Miroslav Klose und Robin Dutt nach Spielende
mit der Ferngäste. Beide Teams warten auch nach dem zweiten Bundesligaspiel in dieser Saison auf den ersten vollen Erfolg. Einer, der hat auch heute wieder für die Altacher getroffen und gestern seinen 33. Geburtstag gefeiert. Ate Nuhiu nach Spielende im Gespräch mit Lisa Insam.